Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und zwar ein kleines Wheel-Talk-Video und zwar über die Politik oder allgemein, was da gerade einfach mal in der Welt abgeht. Erstmal in der Politik, was da gerade alles für Scheiße abgeht erstmal. Ich meine, ich bin hier in Österreich, also werde ich hauptsächlich wahrscheinlich auf österreichische Politik gehen, aber wenn man uns jetzt mal die Länder anguckt. Brasilien hat einen Typen, der einfach mal frauenfeindlich ist und sogar seine Söhne lieber tot haben möchte, als dass einer homosexuell wird. Türkei muss ich gar nichts sagen, Putin, ja, der ist mir so verloren. Dann auch noch Kim Jong-un mit seinem Wahnsinn, dass er Amerika angreifen würde, wenn das passiert. Dann ist Nordkorea erstmal weg. Dann haben wir den Trump, den Silly Boy. Der hat halt Strache mit irgendeinem anderen Typen, den ich jetzt nicht kenne, ich kenne mich nur Strache von dem Blauen, sich in Ibiza mit einer reichen Frau, ich weiß nicht, wie der Titel heißt, das war irgendwas so, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, zusammengetan. Und es war so, die Frau sollte ihm Geld geben, so spenden sozusagen, damit irgendwie, glaube ich, Strache ihm also irgendwie so Wasser zufuhren oder irgendwie so gab, ne? Und das war natürlich kurz vor der Fahrt veröffentlicht worden, das Video, obwohl das Video sogar voraufgenommen, also wirklich so einige Jahre zuvor aufgenommen wurde. Das Geniale ist, die Schwarzen, also die ÖVP, haben einfach mal dann sozusagen schon früher, bevor überhaupt das mit Ibiza rauskam, geplant, neue Wahlen zu machen. Daraufhin kommt noch dazu, dass Kurz einfach mal Sachen aus dem Ministerium gestohlen hat und geschreddert hat. Man muss erstmal drüber nachdenken, das sind technologische Sachen und nicht Papier. Das heißt, wenn man es einmal schreddert, ist es kaputt. Kann man nicht reparieren, nicht Kleber. Und was macht der Typ, der angestellt wurde? Der schreddert das 5-mal und nimmt das sogar noch mit. Die Firma denkt sich so, okay, das ist deren Sache, kann er mitnehmen, ist jetzt nicht wichtig. Doch irgendwann, das ist das Geilste. Ich meine, das ist ja schon etwas länger her, aber dennoch wollte ich schon mal drüber reden. Weil ich habe ja auch einige deutsche Zuschauer, damit man sich denkt, wie hilarious das ist. Und zwar, der Typ hat einfach unter falschen Namen, unter falschen Adressen und so weiter angegeben, dass er halt da kommt. Hat das aber nicht gezahlt, aus irgendwelchen Gründen. Das war nicht mal 2000 Euro. Also hätten wir schon machen können, um es besser zu vertuschen. Das Genialste war, dass aber seine Telefonnummer richtig war. Seine fucking Telefonnummer war richtig. Und Kurz sagt, und das hat man ja früher auch gemacht. Ja, das war offiziell damals und der macht das einfach illegalerweise. Und ich denke mir so, Alter, wird das plötzlich zur Mafia-Aktion oder was? Ich meine, 5-mal schreddern bei einem Ding, was nach einmal kaputt geht, weil es kein Papierstück ist und dann noch gar mitnehmen, wenn man keine Beweise hat und dann noch so bescheuert sein und eine verfickte Telefonnummer richtig angeben. Da denkt man sich auch nur, woran hat es gelegen, ne? Und das Größte ist auch noch, das gerne, ich meine, die AfD in Deutschland, die ist sowieso eher verloren, also wer die wählt, der ist ja auch nicht mehr komplett ganz groß, wo ich auch sagen muss, ich respektiere jede politische Meinung, jeder kann, soll das wählen, was er für richtig hält, ich soll mich auch nicht daran einmischen, jeder seine eigene Meinung, also nur das ist meine Meinung jetzt. Aber das, was die machen, das ist einfach nur, also nicht weil wegen meiner politischen Einstellung, das ist einfach generell einfach mal übelst kacke. Die verarschen das Volk, die verarschen die Bürger, die machen illegale Dinge und vor allem, die Roten, die haben jetzt nicht irgendwie so Dreck am Stecken, aber was haben die gemacht? Bei einer SPÖ-Party haben die einfach mal so Bilder von den Strache, glaube ich, war das, und glaube ich sogar Kurz, bin mir nicht sicher, ich glaube nur Strache, oder zumindest Leuten von den FPÖ, an so Zielscheiben sozusagen, oder irgendwie so Kegeln oder so, ich habe keine Ahnung, wie das war, irgendwie so Zielscheiben oder so, dran geklebt und damit Wasserpistolen beschossen. Und ich denke mir nur so, sag mal, habt ihr eigentlich alle Latten am Zaun? Sag mal, bin ich hier im Kindergarten gelandet plötzlich mit der Politik? Ich meine, hallo? Der eine macht Ibiza, der andere macht Schreddaktion, der andere schießt Dings ab, die anderen erfüllen ihre Versprechen nicht, der andere sagt, das ist schon gemacht worden, aber wegen offizieller Weise. Die AfD sagt, man solle die Sonne ausschalten, um den Klimawandel zu stoppen, und ich denke mir nur so, haltet einfach alle eure. Dann Trump mit seinem Chinesen-Schrott oder seinem Mexiko-Schrott, Erdogan mit seinem Zensurdings, was schon etwas länger ist, aber dennoch. Dann der rassistische, homosexuell hassende Frauenhasser in Brasilien. Den richtigen Tyrannen in Nordkorea. Was lebe ich für eine Welt? Das Geilste ist noch, in Polen geht es ja nicht besser. Der richtige Präsident wird von irgendeinem anderen, als in Anführungszeichen, als Marionette gehalten. Das, was der, ich sage jetzt mal Stellvertreter, ist jetzt zwar nicht ganz korrekt, aber ich sage jetzt Stellvertreter, damit es einfach ist, weil ich weiß den korrekten politischen Begriff nicht. Der hat einfach mal, sozusagen kontrolliert er den richtigen Präsidenten und das, was er will, wird halt gemacht. Unter anderem ist auch der, sozusagen der Stellvertreter vom Präsidenten,
Der Bruder von dem, der war vorhin an seiner Stelle, ist aber in Russland abgestürzt im Flugzeug und verstorben. Was machen die Russen? Räumen erstmal direkt alles auf und man denkt, sie haben nur so, ja moin, wir machen jetzt keine weiteren Untersuchungen, haben sie gesagt, und fertig ist. Sein Bruder ist aus irgendwelchen Gründen direkt aufgestiegen, wie auch immer das funktioniert, sind wir plötzlich hier in der Monarchie oder was, wenn der Bruder stirbt, dass man direkt aufsteigt zum Thronfeuer, was los hier. Und dann ist das Geilste ist, ihr wisst ja noch, im Mittelalter war es ja so, die Kirche ist ja Herrscher im Staat, ne? Also Kirche und Staat ist genau dasselbe. Die Polen machen das jetzt auch. In Polen ist es verboten, ein Kind abzutreiben. Selbst wenn man verdammt nochmal vergewaltigt wird. Und ich denke mir nur so, in welcher Le Welt bin ich eigentlich geboren worden? Könnte nicht. Ich glaube, der Mensch, der checkt einfach nicht, was los ist. Ich glaube, der will wieder Dritten Weltkrieg haben. Ich glaube, der Zweite Weltkrieg war nicht genug für die. Ich glaube, sie wollen wirklich es wissen. Schreibt mal eure Schreibe eure Kommentare in die Kommentare, ja moin. Schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare, was ihr davon hält von der gesamten Politik im Allgemeinen oder wenn ihr an einem Land lebt, wie vielleicht Deutschland von euch die meisten oder Österreich die meisten, dann schreibt mir, was ihr davon hält oder falls einer von euch zufälligerweise von einem anderen Land kommt, aber halt der deutschen Sprache kundig ist und auf das Video stoßt, wie halt die Politik in dem Land halt ist. Bin gespannt auf die Kommentare. Wir sagen ja, lasst ein Like, da wird es gefallen, abonnieren auf Kanal, so mehr von mir wollt. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal.